Wir erklären, warum wir unsere Sicherungseinrichtung schützen wollen. Das ist Herr Peters. Jeden Monat überweist er, so wie viele Bundesbürger, Geld auf sein Sparkonto. Für später, für das Auto, den Urlaub oder als Rücklage. Auf der Bank ist das Geld sicher aufgehoben. Aber warum ist das so selbstverständlich? Die Banken bauen auf das Vertrauen ihrer Sparer. Sie arbeiten schließlich mit diesem Geld. Damit das aber sicher zu Herrn Peters zurückkommt, wenn er es braucht, gibt es Einlagensicherungssysteme. Diese sind in Deutschland vorbildlich. Das System der Volksbanken und Raiffeisenbanken schützt dabei nicht nur die Einlagen der Kunden, sondern auch die einzelnen Geldinstitute vor einer eventuellen Schieflage. Weil die Sicherheit der Bankeinlagen nicht nur für die Sparer, sondern auch für die Finanzstabilität wichtig ist, müssen seit 2015 alle Länder innerhalb der EU über Einlagensicherungssysteme verfügen. Eine Mindestsicherheit von 100.000 Euro pro Einleger ist dabei Pflicht. Das besagt die EU-Richtlinie. Ein leichtes für die deutschen Genossenschaftsbanken, die über viele Jahrzehnte hinweg Gelder angespart haben. Dieser europaweite Standard ist eine gute Sache, aber noch längst nicht überall umgesetzt. Die EU hat aber schon wieder eine neue Idee. Sie möchte alle nationalen Einlagensicherungssysteme in ein einheitliches europäisches System überführen. Was bedeutet das für Herrn Peters? Aktuell verfügen einige Länder, wie Deutschland, über eigene gefüllte Sicherungstöpfe. Sollte es also einer Bank schlecht gehen, gleicht das Geld aus diesem Topf das Defizit aus. Zukünftig sollen die Töpfe der einzelnen EU-Länder aber zu einem großen zusammengelegt werden. So kann jedes Land für jede Bank auf diese Sicherungen zurückgreifen. Sich in der Not gegenseitig zu unterstützen, ist eigentlich eine gute Sache. Nur gibt es einen großen Haken. Nicht jedes EU-Land ist mit seiner Einlagensicherung so weit wie Deutschland. Für viele ist dieses System neu und die Sicherungstöpfe sind noch nicht gefüllt. Im Ernstfall hieße das, die Sicherungsgelder, die eigentlich für Herrn Peters Einlagen gedacht sind, fließen in Länder mit weniger abgesicherten Geldern. Herrn Peters Vertrauen in die Sicherheit seiner Einlagen wäre dadurch arg beschädigt, wie das vieler anderer deutscher Bankkunden. Denn obwohl wir in Europa eine Gemeinschaft sind, ist jedes Land darin unabhängig. Mit eigenen Gesetzen, eigenen Steuersystemen und eigener Wirtschaftspolitik. Bevor die EU den Schritt einer gemeinschaftlichen Einlagensicherung geht, brauchen wir erst einmal eine gemeinsame Basis, wirtschaftlich und finanzpolitisch. Um sich gegenseitig zu schützen, muss schließlich jeder gleich stark sein. Bevor also darüber nachgedacht wird, eine europaweite Einlagensicherung einzuführen, müssen die Länder erst einmal eigene Sicherungssysteme nach einem europaweiten Standard aufbauen und mit Geld befüllen. Das haben bislang erst 14 Länder getan. Die Volksbanken und Raiffeisenbanken setzen seit jeher auf Eigenverantwortung. Ihr System der Institutssicherung schützt seit Jahrzehnten zuverlässig. Darauf kann sich Herr Peters auch weiterhin verlassen.